Naja, also wenn man davon ausgeht, dass Jugendarbeit in der digitalen Lebenswelt der Jugendlichen stattfindet, dann ist das erste Schritt erstmal darauf zugehen, auf die Jugendlichen, dass Jugendliche ihre Welten beschreiben und einfach wirklich ein Zuhören. Wir werden es, weil wir es auch gar nicht schaffen werden, immer alle Tools selbst zu können und nachzuprobieren. Und ich glaube, es geht nicht so sehr darum, jetzt alle Tools zu verstehen und immer genau die beste Lösung zu haben, sondern es geht eher darin, mit den Jugendlichen auf die Probleme zu gucken und auf die Chancen. Also tatsächlich, was ist an diesem Tool vielleicht problematisch, was könnte da passieren und welche negativen Erfahrungen habt ihr schon gemacht? Oder was für ein Potenzial hat es auch für ein Jugendbeteiligungsprojekt, für ein Bildungsprojekt, weil man vielleicht da irgendwas machen kann? Und ich glaube, es ist viel wichtiger, als eine Technik zu können, ist es, den Kontrollverlust zuzulassen. Also zuzulassen, dass ich eben nicht alles weiß, was passieren wird in diesem Prozess. Also dass ich das Tool nicht kenne, sondern dass ich eben wirklich der pädagogische Begleiter bin. Das ändert die Rolle des Pädagogen, des Jugendmitarbeitenden nochmal, weil er eben stärker an diese Begleitfunktion kommt und nicht und we weniger an so eine Angebotsfunktion. Ich glaube, da wird es dann wirklich nochmal interessant, reinzugucken, was Digitalisierung oder was eine Kultur der Digitalität verändert.